Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einem weiteren Video. Heute geht es nicht um Destiny, wie sonst auf dem Kanal, beziehungsweise sehr oft, sondern ihr seht es, es geht um Cyberpunk 2077, speziell auch um die Raytracing-Version des Spiels. Hier soll es tatsächlich mehr um Grafik gehen, deswegen gibt es dieses Video auch im 4K. Hab's natürlich nicht in 4K aufgenommen, das Ganze, weil das ist ein bisschen too much. Hab's aber hochskaliert. Das Spiel läuft mit einer internen Auflösung von 1920x1080, also ganz normal HD. Und ich kann das auch nochmal hier zeigen. Wenn wir in die Einstellungen gehen, ich habe mir jetzt einen älteren Speicherstand genommen, beziehungsweise einen, der halt relativ früh ist, damit ich wenig bis gar nicht spoilere. Und genau, ihr seht hier die Auflösung nochmal. Könnt ihr es rein theoretisch nochmal ein bisschen höher gehen, was aber für diese Zwecke halt absoluter Quatsch ist. Angepasst, aber im Guten angepasst. Ich habe das Sichtfeld nämlich nochmal hochgenommen. Ihr seht, hier ist alles auf Hoch, auf Ultra, was man in Hoch und Ultra stellen kann. Hier haben wir noch nicht auf Psycho, das machen wir mal. Raytracing und Beleuchtung stellen wir auch jetzt auf Psycho. Das würde ich einfach mal auf Qualität stellen. Und ja, also wir spielen ja schon mit ziemlich hohen Auflösungen und mit Raytracing. Ermöglicht wird das Ganze, und jetzt kommt der crazy shit auch noch, durch Nvidia GeForce Streaming. Wer sich dazu informieren möchte, ja, naja, im Prinzip gibt es da wirklich nicht viel zu sagen, außer dass ihr die Leistung sozusagen auf euren Rechner gestreamt bekommt. Ich mache jetzt kein extra Video zu diesem Dienst, das vielleicht wann anders. Hier geht es heute um Cyberpunk. Ich werde euch mal vielleicht so die ersten 20 Minuten zeigen, die ich hier ab diesem Abschnitt zeigen kann. Wie gesagt, hier gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Deswegen, also man kann sich schon ein bisschen freier bewegen, deswegen habe ich dann diesen Abschnitt genommen des Spiels. Und ja, wir haben jetzt hier eine Quest, das sehen wir auch ganz einfach. Wenn ich hier auch auf die Karte gucke oder in mein Journal, dann sehe ich hier meine Hauptmission, bla bla bla, ganze Nebenmissionen, die man ab und zu so nebenbei macht. Viele davon, wie gesagt, habe ich angenommen, ohne es wirklich zu wissen. Ja, wir treffen uns jetzt einfach mal mit Jackie und spielen so eine typische Cyberpunk-Mission. Raytracing, wie gesagt, man erkennt es eigentlich. Man erkennt es sehr deutlich, gerade wenn wir hier mal in diese Pfütze schauen. Wenn wir uns, warte mal, das Auto ist hässlich, aber wenn wir uns dieses Auto anschauen von den Reflexionen her und von den Scheiben vor allen Dingen, ne, da spiegelt sich auch alles drin. So viel zum Thema Raytracing. Weil das Spiel, weiß nicht, auf meinem nativen PC lief das echt kacke. Und ich... Bist du beknackt? Ja, warum springt ihr denn von meinem Auto hier? Was stimmt denn nicht bei euch? Ja, auf meinem normalen PC lief das ziemlich kacke. Beziehungsweise nur auf Hoch. Das hat mich ein bisschen gestört. Auch nicht ganz ruckelfrei. Liegt aber auch daran, dass das Spiel nicht zu 100% optimiert ist. Bla bla. So. Wir folgen jetzt quasi dieser Linie. Wir sehen das hier. Obwohl, ich habe, glaube ich, noch die Hauptmission markiert. Ich blöder Affe. Wir werden das gleich mal beheben. Genau, melde dich bei Jackie. So, wo habe ich denn jetzt meine Karte? Hier. Genau, hier sehen wir es auch nochmal. Die Übergabe trifft dich mit Jackie. Und dann müssen wir hier auf der Karte auf Rechtsklick. Also wir können mehrere Sachen tatsächlich dann auch markieren. Ich will jetzt in dem Fall Jackie, deswegen machen wir das. Ihr werdet es vielleicht auch sehen, selbst wenn man das hier auf Ultra und volle Bulle und Sichtfeld auf maximal gestellt hat, gibt es hinten, also im Hintergrund, immer noch sau viel Zeug, was einfach aufploppt. Ups, was ich sagen muss, ich finde das Autofahren wesentlich angenehmer mittlerweile, wenn ich hier mit GeForce Now spiele, als noch ohne GeForce Now quasi, weil... Das Autofahren frisst, glaube ich, viel Performance in dem Spiel, wenn ich mir das nicht einbilde. Und guckt euch diese... Oh, guckt... Oh, ist das schön. Ist das schön. Also ich spiele es gerade tatsächlich auch das erste Mal so richtig mit Raytracing. Ich habe es schon durch ohne Raytracing. Aber
da ich sehr viele Nebenmissionen habe liegen lassen und so weiter und so fort, spiele ich das Spiel eben nochmal. Und... Jo. So, möchte euch also einiges von dem Spiel zeigen. Fragen könnt ihr auch gerne dann später in den Kommentaren stellen. Die werde ich euch beantworten, so gut es geht. Wie gesagt, ich habe das Spiel... Ups. Schön durch. Und... Ja. Ich glaube, ich könnte jetzt hier nichts sagen, was nicht ohnehin schon gesagt wurde zum Spiel. Technisches Fiasko. Die NPCs haben volle Kanne einweg. Die reißen voll aus der Welt raus, die sind strunzendumm, das ist das Furchtbarste, was ich jemals in AAA-Spiel sehen musste in den letzten 5 Jahren. Da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber alles, wo man auf der geraden Schiene der Story bleibt, ja, ist einfach großartig inszeniert. Aber wie gesagt, abseits vom Weg gehen und so, was ja eigentlich mal angekündigt war, das geht nicht so geil. Und das finde ich ein bisschen schade, das macht das Spiel für mich ein bisschen kaputt. So. Wer natürlich komplett spoilerfrei ins Spiel rangehen möchte, der sollte sich das hier jetzt nicht anschauen. Das sollte klar sein, ne? So. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Und er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir kaufen ihn den Bot ab. Ist nicht drin im Budget. Mhm. Ist nicht drin. Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Ja, das ist eine sehr bekannte Regel. Gilt auch fürs Leben. Ich würde aber auch sagen, einfach los geht's. Reden wir mal mit den Wichsern. Klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Und was man sagen muss, nur mal kurz, die deutsche Synchro, zieht euch die rein, die ist richtig gut. Die ist richtig, richtig gut. Das ist nicht selbstverständlich bei deutschen Spielen. Also, Props dafür. So. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Maria. Seht ihr, das war einer dieser Momente, wo man sagen kann, ey, alles abseits hier, naja. Wobei, das ist ja berechtigt, dass er da hupt, ne? Das macht vielleicht dann doch schon ein bisschen Sinn. Ich habe versucht, auf der Xbox zu spielen, aber mein Gott, ich kann es mir nicht antun. Jetziger Stand, bitte kauft euch nicht die Konsolenversion von Cyberpunk. Bitte tut es nicht, wartet bis die Next Gen, die vollwertigen Next Gen Updates kommen und kauft euch dann auf den Next Gen Konsolen Cyberpunk, wenn ihr es unbedingt auf der Konsole spielen möchtet. Wer dann wie? Mach schon, ziehen wir's durch. Ja, ist ja gut, Mann, beruhig dich. Hallo? Ja, ich dich auch nicht. Dex schickt uns. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum, wir warten schon. Man heißt ja einfach dumm. Das muss man sich auch mal reinziehen. Geiler Name, echt. Wie gemütlich. Also wenn es gut geht, schaffen wir ja eine Mission. Ne? Also, oh ja. Es geht rein darum, mal ein bisschen Gameplay zu zeigen. So gut auf dem Kanal den Diskussionsraum für dieses Spiel zu eröffnen. Ziemlich bugbehaftet außerdem noch, aber ein Review-Talk beziehungsweise ähnliches, ein Bericht werdet ihr von mir noch bekommen zu dem Spiel, deswegen will ich hier gar nicht allzu sehr ausarten, sondern euch einfach das Spiel zeigen, Freunde. Was an die Personenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Nice. Na gut, sie deaktivieren es ja, ist ja klar, dadurch, dass wir hier reinkommen. So, Freunde. Aufmachen. Cool bleiben. Wir wollen uns nur einschüchtern. Stimmt der nicht bei euch? Den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge.
Der ist aber ganz schön unfreundlich. Also hier auch nur mal, um ein paar Charaktere zu zeigen, ne? Das ist auf dem PC schon alles sehr, sehr detailliert. Ich bin ein Freund dessen, dass ich immer alles mitnehme. Und es gibt sehr, sehr viele Aufzüge in diesem Spiel. Das sollte euch auch mal gesagt sein. Nichts Schlechtes, aber... Wir sind für den Flathead hier. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No. Ist mit mir. Mein Name ist Dum Dum. So siehst du auch aus. Sofa. Setzen. Geht auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Das ist übrigens die deutsche Stimme von Joel aus The Last of Us. Aus verficktes Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Beruhigen wir ihn mal. Beruhigen wir ihn. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Was ziehst du? Könnt unser Wissen anwenden als Street Kid. Das ist der Pfad, den ich gewählt habe. Skip. So rein wie Babypuder. Blacklace? Da kommt man schwer ran. Muss eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig. Grenzt an Psychose. Ja, keine Schmerzen, das spüren uns eigentlich ganz gut an. Verpasst während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, wa? Freunde. Her damit und rein in den Karton. Er bringt uns schon was. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ich werde übrigens einige Parts des Videos auch schneiden, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Ne? Und nicht zu viel gespoilert werde in der Story. Wahrscheinlich, denke ich. Vielleicht entscheide ich mich auch spontan noch um. Keine Ahnung. Einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Ja, hört sich gut an. Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt? Ja. Das läuft alles ein bisschen zu einfach, finde ich. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Dann machen wir mal einen neuen Deal, würde ich sagen. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Naja, so viel haben wir nicht. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Oh oh, es geht nicht gut aus. Du hast gar nicht gesagt, wer euch geschenkt hat. Für wen ihr arbeitet.
Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fetzer, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt. Ach komm, scheiß drauf. Drauf geschissen hier. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Ach komm. Ich warte nicht. Hey. Kommt her, ihr drauf geschissen. Bleibt uns noch anderes übrig. Wir haben nicht so viel Geld. Wir müssen quasi kämpfen. Verdammte Scheiße. Was ich sagen muss, ich finde die Kämpfer, also das reine Shooter-Gameplay ganz in Ordnung, wenn man die Maus nimmt. Also, ich kann das nicht ab. Ich wollte das eigentlich als Gamepad-Spiel zocken, aber ich finde die Shooter-Steuerung für Controller furchtbar. Das ist schon mit Maus manchmal ein bisschen, naja, arg gewöhnungsbedürftig. Und deswegen, naja. Huch. Das wollte ich, genau, das wollte ich euch zeigen. Hier gibt es auch Nahkampfangriffe. Die verpuffen aber auch im Nichts. So ein bisschen. Also wenn man den schlägt, man hat da kein gutes Feedback, finde ich. Vom Körper. Das ist alles sehr, naja. Schlicht und einfach und nicht das, was ich erwartet hätte. So, jetzt haben wir eine Powerwaffe. Nehmen uns mal eine neue Waffe. So. Hast du eine Ahnung, wie wir das schaffen? Der Laden hier ist zu stark gepanzert. Da kommen wir nicht durch. Die Fabrik ist verdammt alt. Hier muss es lauter Wartungstunnel und Schächte und so einen Scheiß geben. Ist ein Versuch wert. So. Wir schauen uns mal um. Ach, wir nehmen das Ding hier mit. Wir sollten schon nicht das vergessen, für was wir eigentlich hier sind. Den Typ ziehen wir noch aus und dann. Ja, sollten wir halt nicht rein. Ich sehne mich nach Frischluft. Hier oben ist echt der bessere Weg, weil diese mittleren Halle werden sie halt alle auf uns warten, ne? Und das, da haben wir wahrscheinlich nicht so Bock drauf. Ich kann euch das jetzt auch mal zeigen, wie das so aussieht im Inventar des Spiels. So. Habt ihr hier dann zum Beispiel verschiedene Waffen, die ihr dann ausrüsten könnt, wie hier zum Beispiel diese Chaos-Pistole, wie Copperhead. Kann auch sagen, hier, ich nehme eine zweite. Verschiedene Mods, die ihr nochmal draufpacken könnt, erhöht den Schaden. So, hier würde ich einfach mal, ach, ich lasse das so, wie es ist. Auch hier... Wie gesagt, sobald wir was Neues haben, finden wir es hier, können unseren Charakter ausrüsten. Und weiter geht's. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. So. Aua! Er hat mich einfach weggeschubbt. Was stimmt nicht bei ihm? Ah. Öffnen! Ich würde sagen, der Auftritt, der lief doch perfekt für uns, oder? Kann man sich nicht beschweren. Also, wir haben das, was wir wollten, und werden vielleicht lebend hier rauskommen. Cool, bleib in dir. Der Feind schläft nicht. Na, ich habe gerade noch das Gefühl, dass uns hier dass wir ohne Schießerei nicht drumherum kommen werden. Oh, wow, wow, wow. Ja, nee. Ups! Ich bin echt ausgerutscht mit der Maus. Ja. Oh, überhitzt. Die haben einen Netrunner, das ist nicht gut. Die können sich quasi in uns reinhacken. Und dann passiert sowas, dass wir hier eben Schaden nehmen. Es
So, jetzt machen wir ein bisschen anders hier. Guck mal, wie es mit der großen Wumme ist. Um das auch nochmal zu zeigen. Wie gesagt, das ist alles sehr wacky und sehr. Weiß ich nicht. Ich bin ja kein Freund davon. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls es da noch dran gab. Kommt ihr mit dem Waffensystem klar? Findet ihr die Waffen geil? Lasst mich das mal wissen. Ah, Netrunner, Netrunner, Netrunner. Wo ist der nur? Hui! Da, der ist halt einfach wie ein nasser Sack umgefallen. Kann ich auch nicht gut. Nachladen. Oh. Was heißt Gutes hier? Nee. Wo ist denn dieser scheiß Netrunner? Ohne Kack. Go and die! Ja. Ey, ich muss erstmal den Netrunner finden, sonst kriege ich hier einen Shadow. Der ist wahrscheinlich hier drüben drin. Das muss man jetzt sagen, ne? Das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Hier hat man Gefechte, die sind super inszeniert. Das war knapp. Das war sehr knapp. So, ich muss mal oben. Wir schaffen das und zurück. Ist Jackie da? Gucken, dass wir uns hier jetzt nicht verbrennen, aber ich würde sagen, wir fliehen. Das ist mir gerade zu heikel. Ui, ui, ui. Oh nein, das überhitzen wir wieder. Da sind zu viele. Das muss man ein bisschen taktischer angehen. Ja. Und kann man die Mädchen schmeißen. Jawollo. Nach und oh, der lebt noch. Oh, jetzt nicht mehr. Hehehe. Wir haben gerade mal genug Granaten, deswegen spam ich hier gerade raus, wie ein Bescheuerter. Der hat sich halt schlecht platziert. Immer schön Ressourcen mit auf den Weg nehmen, ist auch wichtig. So. Das hier auch nochmal zu zeigen, wir haben ja übrigens verschiedene Skillpunkte, die wir ausrüsten können. Ich gehe jetzt zum Beispiel hier mit diesem Charakter mal auf Intelligenz und sage, okay, hier verbessertes Data Mining, zack, und Massenverwundbarkeit, und dann haben wir eben hier noch Attributspunkte, die wir selbst nochmal aufrüsten können. Das sind diese äußeren, wie zum Beispiel Intelligenz hoch und Coolness, weil wir ja auch cool sein beim Intelligent sein. So, schauen uns nochmal hier was an. Hier. Nehmen wir mal eine wunderbare Knarre. Ja,
Ging die immer. Jawohl, Kopfschuss. Ah, Kopfschuss bringt immer relativ viel. Also man muss dann doch ganz gut ziehen hier, sonst wird das auch nichts. Die Fluchtroute, die führt uns jetzt hier lang. Ja, wir sehen unsere Feinde. Die haben uns noch nicht vollständig gesehen. Das Auto müssten wir halt bekommen, das wäre dann gleich. Krieg mal. Jawohl. Ah, die kriegen wir alle relativ leicht. Und immer schön auf die Rübe. Tschüss. Oh. Schön mit Öl. Wie man ja einfach wegschlagen kann und dann alle aus Seelenruhe halt nachladen. Das ist manchmal etwas lächerlich. Gott, Alter, komm her. Ein guter Schuss und das war. So, weiter. Und easy, Freunde, wir sind wieder an der frischen Luft. Puh, wenn das keine Action war, dann weiß ich auch nicht. Huch. Jetzt hat sich jetzt aber hier schlagartig geändert irgendwie die Lichtstimmung. So. Ups. Jetzt können wir mit Jackie sprechen. Fetteln, keine Schulden, keine Konzernschlaube. Und der Flathead gehört uns. So macht man Geschäfte wie. Nicht genauso. Nee, weil ich wie immer recht hab. Nett, dass du's merkst. So, jetzt müssen wir Jackie eigentlich nur folgen und die Mission Stadt, zu Ende bringen. Unbegrenzten und er lässt sich bei einer umfahren. Das sind genau solche Sachen, wo ich mir denke, Alter, das da, das reißt einen so raus aus dem Spiel ohne Kack. Das Spiel ist einfach nicht fertig. Let's say it. Was jetzt dann? Trittst du mit einem Knall ab und die Straße redet. Die Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt? Gehe ich zu Misty, damit ich mich wieder so richtig lebendig fühle. Oh mein Gott. Hätte böse ausgehen können heute. Keine Frage. Tja, Berufsrisiko. Ja, Berufsrisiko halt, Jack. Gerade noch rechtzeitig unterm Sensenmann weggeduckt. Das muss gefeiert werden. Auch wenn wir das echt oft feiern. Und sagt Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben. Guckt euch die Scheiße an und sowas passiert halt echt nicht selten. Also. Wie sieht's aus, Mr. V? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Meditech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hm. Hab's ohne Militech durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Und wie hast du Royce dazu gebracht, ihn dir zu geben? Mit roher Gewalt. Der einzige Weg, der immer funktioniert. Ah, also unser Auto, mit ihm nichts gespawnt. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Na Freunde, was soll man sagen? Ah, ich versuche mal anzuhalten. Ups.
Das war oder waren 30 Minuten Cyberpunk 2077. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck von der Welt bekommen, auch von der Grafik. Hier haben wir nochmal ein paar Raytracing-Pfützen. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für Fragen zum Spiel habt. Die könnt ihr gerne stellen. Ich werde versuchen, sie so gut es geht zu beantworten. Ich hoffe, ihr seid auch beim neuesten Video mit dabei. Bis dahin sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Krangus.